wunderschönen guten Tag. Es geht weiter. Und ich würde gerne in den nächsten Minuten mit Ihnen die Schulterdystokie besprechen. Wir stehen unter der Schulterdystokie eigentlich zwei unterschiedliche Formen. Eigentlich, Wenn wir über die Schulterdystokie sprechen, meinen wir nicht den tiefen Schulterquerstand, sondern wir meinen den sogenannten hohen Schultergradstand. Was haben wir für Risikofaktoren, die wir natürlich antizipieren können? Auf jeden Fall die vorausgegangene Schulterdystokie, die Makrosomenfäden, insbesondere die über 4,5 die Kilo. Inzidenz Sagen wir ungefähr 0,5%. Das heißt aber auch in letzter Konsequenz, dass Sie alle irgendwann eine Schulterdystokie mal erleben werden in Ihrer Karriere. Das Wiederholungsrisiko liegt bei 13%. Und dann sind wir bei dem Thema fetale Makrosomie. Und es ist halt, ja, es ist halt teilweise schwierig, ein Fet genau einzuschätzen. Häufig haben Makrosome Feten auch noch Makrosome Mütter. Das heißt, die Adipositas spielt ein zunehmendes eine zunehmende Rolle, und gerade im Bereich der Adipositas haben wir natürlich auch mehr Probleme, das kindliche Schätzgewicht genau. Das Gerade in heißt, diesem Risikokollektiv ist das Schätzgewicht eher ungenau. Und wenn wir die Patienten nehmen, die einen Diabetes haben und ein Schätzgewicht über 4,5 Kilo, dann müssten wir 443 Kaiserschnitte durchführen, um eine permanente Plexusläsion zu vermeiden. Wenn wir jetzt einleiten würden, und ja, mit diesem Thema hat sich diese Cochrane-Arbeit befasst, wenn wir einleiten würden beim Schätzgewicht von 4000 Gramm, dann können wir damit nicht das Risiko von Kaiserschnitten verringern. Leiten wir verringern. bei fetaler Makrosomie ein, nochmal, wir haben eine relativ hohe Unzuverlässigkeit, wir haben durch die Einleitung, und das muss abgewogen werden, auch ein erhöhtes Risiko mütterlicher Geburtsverletzungen durch die Einleitung, der höhergradige Dammverletzung, Dammrisse dritten, vierten Grades. Das heißt, wenn Sie dieses Bild sehen, das Köpfchen ist der Vulva aufgesetzt oder im seitlichen Anblick, das Köpfchen ist zu zwei Drittel geboren, es geht nicht weiter, der Hals ist nicht sichtbar, das Köpfchen kann sich nicht drehen, dann wissen Sie, okay, hier sehen wir das Problem. Was Sie aber für sich ganz klar festlegen müssen: Hier sehen wir das Problem, eine Etage weiter oben im Bereich der Symphyse, dort ist das Problem. Ein ganz wichtiger Punkt ist Schulterdystokie erkennen und Wehentätigkeit hemmen, beziehungsweise auf jeden Fall den Wehentropf. Es gibt ein Akronym, was man sich eigentlich ganz gut merken kann für die Situation, wenn man nachts um drei dann in der Situation ist, eine Schulterdystokie lösen zu Der müssen. Homepage der Deutschen Gesellschaft für Pränatal- und Geburtsmedizin gibt es in der Bibliothek eine wunderbare Lehrfilme zu den verschiedensten Manövern bei der Schulterdystokie. Zusätzlich zum McRoberts-Manöver kann man einen supersymphyseären Druck ausüben. Der supersymphyseäre Druck heißt halt, dass wir versuchen, die vordere Schulter hinter die Symphyse zu drücken. Und als letzte Möglichkeit das Removal des hinteren Armes, also die Entwicklung des hinteren Armes. Wie läuft das? Denn an den hinteren Arm gehen Sie quasi auch wieder über die Kreuzbeinhöhle. Versuchen sich das Ärmchen, den Oberarm, möglichst mit zwei Fingern nach vorne zu wischen.